Gibt es eigentlich eine bessere Location zum Grillen als hier? Ihr würdet sagen, natürlich, lass dich bedienen. Aber heute mache ich ein toskanisches Hähnchen. Die Anfahrt hierhin war ein bisschen schwierig, aber das zeige ich euch jetzt. Damit Tag zusammen und herzlich willkommen bei Ingo Barbecue in der Toskana. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, ihr seht, ich stehe nicht in unserem Garten, sondern ich stehe mitten in den Weinfeldern, südlich von Empoli auf einem kleinen Bauernhof. Hier gibt es Wein, hier gibt es Oliven, das zeige ich euch alles mal in den Bildern zwischendurch. Toskanisches Hähnchen, ob das toskanisches Hähnchen ist, weiß ich gar nicht, aber ich mache zumindest ein Hähnchen in der Toskana. Das ist ein toskanisches Hähnchen mit ein bisschen Gemüse dabei, aber ich glaube, das wird richtig, richtig gut auf meinem kleinen Napoleon. Der kommt nicht so oft zum Einsatz, außer wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Und ich weiß auch, dass viele von euch, also viele YouTuber und viele, die auch gucken, mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Also schaut einfach mal dieses Video und schaut, was man mit einem kleinen, wirklich mit einem kleinen Grill, Gasgrill, alles machen kann. Hier würde ich tatsächlich keine Kohle empfehlen, weil es ist sowas von furztrocken. Deshalb ist die Kohle keine gute Idee. Bleibt bitte bei Gas oder in einem geschlossenen Raum, damit hier tatsächlich nichts passiert. Jetzt schauen wir uns dieses Hähnchen und das dazugehörige Gemüse einfach mal an. Hier ist er also, der Napoleon Travel Q. Das habt ihr bestimmt schon mal in einem anderen Video gesehen. Den habe ich jetzt vorgeheizt und ihr seht das unten links an den Brennereinstellungen. Ich habe nur den linken Brenner aufgedreht. Das heißt, die Hähnchen werde ich jetzt auf die rechte Seite legen. Dazu mache ich mir hier die Dose auf, die ich vorbereitet habe. Da habe ich jetzt drei Hähnchenschenkel und ihr seht, hier ist auch noch frischer Rosmarin. Den habe ich mir hier tatsächlich von den Feldern weggeschnitten. Und jetzt lege ich die einfach mal hier drauf, damit die ein bisschen indirekt vorgaren können, vorziehen können. Ein bisschen, also die habe ich jetzt auch mariniert, das seht ihr hier. Ein bisschen Currypulver, Paprika und auch tatsächlich Olivenöl, was ich hier gekauft habe. Das geht, weil das natürlich jetzt erstmal indirekt angegrillt wird. Das heißt, das Olivenöl wird nicht bitter, wird auch nicht verbrennen. So, mal den Rosmarin ein bisschen hier platzieren, damit ein bisschen da seine ätherischen Öle abgibt. Habe ich hier noch was drin? Nee, das lohnt sich nicht. Jetzt machen wir erstmal einen Deckel zu. Ich denke mal so für eine halbe Stunde. Exakt eine halbe Stunde habe ich jetzt die Hähnchenschenkel drauf gelassen. Das sieht schon echt gut aus. Ich hole mal den Rosmarin runter. Der riecht übrigens bis nach Empoli, glaube ich. Der ist jetzt hier schon ein bisschen angesenkt. Jetzt lassen wir die hier noch ein bisschen liegen. Und auf die andere Seite, da kommt jetzt das Gemüse drauf. Jetzt habe ich hier eine Pfanne reingelegt auf die Gussroste. Das ist natürlich auch eine Edelstahlpfanne. Da kommt jetzt überhaupt nichts rein, sondern hier kommt das Gemüse rein. Und ihr seht, das ist Zucchini, Paprika und Lauch. Das soll ich jetzt einfach mal hier in die Pfanne geben. Da wird jetzt relativ viel Feuchtigkeit entzogen werden. Deshalb muss ich ja gar nicht mehr viel machen. Ich werde es jetzt ein bisschen salzen.
Das war's erstmal. Also na gut, ein bisschen mehr tue ich dran. Also erstmal das Salz. Das Salz hat jetzt die Eigenschaft, dass zum Beispiel die Zucchini anfängt, die Flüssigkeit zu entziehen. Und dadurch bekomme ich eigene Flüssigkeit unten in der Pfanne. Knoblauch, also getrockneter Knoblauch, kommt noch ein bisschen rum. So. Und noch ein bisschen von dem Thymian. Kommt auch noch dran, während hier Leute auf dem Campingplatz anfangen zu telefonieren. Ach, weiß der Geier. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, noch ein bisschen Rosmarinzweige abzuschneiden. Die kommen jetzt nochmal hier mit drauf. Klappe zu und dann schauen wir uns das gleich nochmal an. Also ihr müsst selber schauen, wie lange das ungefähr braucht, das Gemüse. Das war jetzt hier ungefähr eine halbe Stunde. Jetzt hole ich auch hier diesen Rosmarin wieder raus. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Gemüse. Das war noch übrig von gestern. Das tue ich jetzt noch hier mit rein. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich das Ganze auch tausche. Und zwar tausche ich deswegen, weil jetzt, und ihr wisst, hier ist noch kein Öl drin. Jetzt kommt hier ein bisschen Olivenöl mit rein. Und da kommt jetzt das gute Olivenöl. Und das möchte ich natürlich nicht, dass es verbrennt und Bitterstoffe abgibt. Sondern das werde ich jetzt tauschen mit den Hähnchenschenkeln. Damit die Hähnchenschenkel jetzt schön braun werden. Und das Gemüse jetzt hier noch gut nachziehen kann. Das heißt, das werde ich jetzt schön vermischen alles mit dem Olivenöl. So, und die Hähnchenschenkel, die kommen jetzt hier komplett volle Pulle drauf, damit die jetzt noch eine schöne knusprige Haut bekommen. Ich glaube, ihr konntet mir folgen. Genau das ist jetzt der Plan. Jetzt drehe ich sie rum. Ja, sehr schön. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal an. Sehr schön. Jetzt legen wir sie hier in die Pfanne rein. Das ist also jetzt die toskanische Pfanne mit viel Gemüse und den Hähnchenschenkeln. Richtig schön kross. Oh, herrlich, da freue ich mich drauf. Ich glaube, wir werden es jetzt einfach mal essen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, das wird richtig gut, richtig gut. Da gibt es auch keinen Schlusstake mehr jetzt. Die Pfanne wird jetzt gegessen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, auch mal zuzugucken, wie wir das hier in der Toskana machen. Vielleicht wird es ein neues Gericht. Ja, die toskanische Pfanne. Habe ich was erfunden. Auch schön. Geht alles auf einem kleinen Nappi. Geht mit dem Wohnmobil. Alles wunderbar. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als bleibt gesund. Mad Idiot. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kann man eigentlich besser... Nein, ich würde es anders machen. Nee, ist okay. Jetzt kommt... Hast du Pause gemacht? Nein, noch nicht. Nee, musst du machen. Kannst du doch gleich als Outtake nehmen.